Ihr streitet euch oft, deine Beziehung ist unglücklich und man könnte sogar eure Beziehung als toxisch beschreiben. Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal Mystery. Mein Name ist Gizemna. Wie geht's dir so? Auf diesem Kanal reden wir über viele Themen und Selbstentwicklung ist ein großes Thema davon und darum geht's auch im heutigen Video. Und vor allem geht's darum, wie ich es geschafft habe, mein Anxious Attachment Style, das heißt wörtlich übersetzt, ängstliches Verbindungsstil. Ich habe automatisch sofort auch gemerkt, nachdem ich das gehört habe, dass etwas, wo ich persönlich auch durchgegangen bin, was ich durchgemacht habe. Ich habe auch ein Video dazu gemacht und ich habe es einfach nur genannt, Eifersucht überwinden oder überkommen. Also legen wir direkt los mit der Beschreibung. Wie sieht dieses Anxious Attachment Style aus? Tatsächlich ist das aber so, dass wirklich 80, 90% Frauen davon betroffen sind, von Anxious Attachment Style. Wenn Männer eifersüchtig sind, kann das der Grund dafür sein, wenn sie auch eher dominant sind. Also es muss nicht heißen sofort, dass sie Anxious Attachment Style haben. Ich persönlich kann natürlich nur aus der Sicht einer Frau darüber reden, aber wenn du auch in einer Beziehung steckst mit einer Frau, die sehr eifersüchtig ist, dann kannst du dieses Konzept auch sehr gut gebrauchen, einfach um deine Freundin, deine Frau, deine Partnerin besser verstehen zu können. In dieser Beziehung sieht es für den Partner vor allem so aus, als wäre die Frau extrem unzufrieden in der Beziehung. Sie meckert ständig, sie hat immer irgendwas auszusetzen. Sie ist grundsätzlich eigentlich einfach hat eine Grundhaltung der Unzufriedenheit in der Beziehung. Diese Unzufriedenheit kommt aber nicht von der Beziehung selbst, sondern aus dem Inneren, also aus dem Inneren der Frau quasi. Extreme Eifersucht ist ein sehr großer Indikator dafür. Extreme Eifersucht vor allem Dinge, die gar nicht passieren oder Dinge, die in der Vergangenheit liegen, vor allem auch eifersüchtig auf Ex-Partner, wenn die zum Beispiel Fotos entdecken oder ja, wenn dein Ex-Partner irgendwie lange mit dir zusammen war. Ja, allgemein, Eifersucht ist ein großes Thema, vor allem auch Eifersucht, die halt komplett unrational ist, ja. Auf eine Ex-Partnerin, die gar nicht mehr im Leben von deinem Partner existiert. Eifersüchtig zu sein, ist halt etwas sehr Unrationales und einfach gar nicht damit klarkommen zu können, dass du im Grunde genommen Konkurrenz hast, weil du dich immer weniger wert fühlst als alle anderen, mit denen er zusammen sein könnte, ja? Und du denkst immer, waren die hübscher als ich? Oder hat er die mehr geliebt als mich, ja? Und du fragst sie mal, warum haben sie sich wohl getrennt? Denkt er manchmal an sie? Ja, das sind alles so wiederholende Muster, über die du dir Gedanken machst, wenn du dieses Anxious Attachment Style, ich sag mal Anxious Attachment Style hast, dann sind das Denkmuster vor allem, ja? Weil du diese Eifersucht hast, weil du ständig das Gefühl hast, du konkurrierst mit anderen Frauen, brauchst du auch sehr viel Bestätigung, ja? Du willst immer hören, wie schön du bist, du willst immer hören, wie sehr du geliebt wirst. Egal wie sehr dein Partner das macht, du willst das mehr hören. Dementsprechend meckerst du deinen Mann an und wie Männer darauf reagieren, einfach von der Energie her, ist, sie machen es immer weniger und das macht dich immer trauriger, ja. Auf Beschwerden bzw. auf Meckern reagieren Männer immer auf die gleiche Weise. Sie nehmen Abstand, ja. Sie werden kälter, sie nehmen Abstand, sie machen es weniger und sie vermeiden oft auch. Dementsprechend glaubst du immer weniger, dass dein Partner dich liebt. Du glaubst immer mehr, dass er irgendwie instinktiv plant, dich zu verlassen, wenn er eine andere Frau finden würde. Du denkst die ganze Zeit daran, dass er dich eigentlich gar nicht liebt, sondern dass er nur bei dir bleibt, bis er eine bessere gefunden hat. Oder ja, du denkst eigentlich die ganze Zeit in der Beziehung daran, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden. Im Grunde genommen, das ist der Kern der Aussage, dass du irgendwie so ein niedriges Selbstwertgefühl hast, dass du dich an deinen Partner so extrem klammerst. Du bist halt dieses
Needy, ja, du brauchst ganze Zeit Bestätigung, du klammerst die ganze Zeit, du willst, dass dein Partner dir die ganze Zeit die schönsten Sachen sagt und du bist einfach unzufrieden mit, egal was dein Partner macht, egal wie viel Geschenk du bekommst, egal wie sehr sich dein Partner kümmert, wie schöne Wörter dein Partner zu dir sagt, es reicht dir nicht und du hast immer noch dieses tiefe Gefühl, nicht wert zu sein, geliebt zu werden. Und du hast dieses tiefe Gefühl, immer mit anderen Frauen zu konkurrieren, beziehungsweise dass andere Frauen besser sind und besser für deinen Partner geeignet werden als du. Damit kommt auch extreme Beobachtung des Partners, beziehungsweise das kann sogar dazu führen, dass du deinen Partner stalkst, dass du andauernd guckst, wo gehen seine Blicke hin, wenn ihr zum Beispiel draußen seid. Oder du guckst, eine hübsche Frau läuft in der Stadt an dir vorbei und du bist angepisst auf deinen Partner, obwohl er nichts gemacht hat, ja. Und du beobachtest seine Blicke, ob er andere Frauen anguckt. Sobald er mit einer anderen Frau redet, bist du eifersüchtig. Was kann das noch sein? Also dieses wirklich analytische Verhalten, du analysierst jede Bewegung, jede Handlung deines Partners und sobald er eine Kleinigkeit macht, die dich unsicher fühlen lässt, fängst du sofort Streit an. Im Grunde genommen bist du also ein Energievampir in der Beziehung und dein Partner hat irgendwann mal gar keine Lust mehr auf dich, ja? Und wie du das Ganze umdrehen kannst, wie du deine Beziehung wieder in die richtige Bahn locken kannst, dass ihr wieder glücklich sein könnt, das kann ich dir heute auf jeden Fall in diesem Video sagen. Die ganze Zeit machen dich deine Gedanken eigentlich fertig, deine Gedanken spielen dir immer wieder die gleichen Filme ab, die gleichen Bilder kommen dir immer vor deine Augen, wenn du zum Beispiel weißt, wie die Ex-Freundin von deinem Mann oder von deinem Freund aussah, dann siehst du die ganze Zeit dieses Bild vor dir oder du denkst die ganze Zeit das Gleiche. Du denkst die ganze Zeit, oh, er hat sie geliebt, oh, er hat ihr gesagt, dass er sie liebt, oh, er hat sie geküsst, oh, er hat dies gemacht, oh, er hat das gemacht. Die ganze Zeit denkst du an diese unangenehmen Dinge. Das führt am Ende dazu, dass du dich selbst so sehr quälst, dass du sogar bereit dazu wärst, die Partnerschaft zu beenden. Einfach nur, damit du nicht verletzt werden kannst, beziehungsweise damit dein Partner dich nicht verlassen kann. Ja, du hast die ganze Zeit Angst, verlassen zu werden eigentlich. Und du würdest sogar so weit gehen, dass du selbst Schluss machst, oder einfach die Partnerschaft grundsätzlich verlässt, nur damit dein Partner dich nicht verlassen kann. Nur damit dein Partner dich nicht verletzen kann. Einfach nur, weil du dich niedriger fühlst oder weniger wert fühlst, okay? Und wir reden uns immer ein, das heißt, unser Ego redet uns immer ein, dass wir eigentlich in einer toxischen Beziehung sind und dass er der Toxische ist, ohne dass wir uns selbst wirklich beobachten können. Wir können unsere Gedanken nicht beobachten am Anfang. Und der erste Schritt zur Besserung muss wirklich sein, beobachte deine Gedanken, beobachte, was du machst, dein Verhalten. Ist es wirklich rational, was du machst, ja? Und erstmal zu checken, oh, ich bin wirklich unnötig eifersüchtig, ich bin wirklich unnötig immer am Meckern, obwohl eigentlich alles gut ist. Ja, manchmal ist der Grund dafür, dass wir überhaupt damit anfangen, dass unsere Beziehung zu gut ist, um wahr zu sein irgendwo. Wir denken, wir haben so ein Glück nicht verdient. Ja, dieses rosarote, das kommt meistens nach dieser rosaroten Phase, wenn wir wirklich verliebt sind. Und dann irgendwann mal kommt der erste Gedanke von unserem Ego, der sagt, es ist zu gut, um wahr zu sein. Und es ist bestimmt, er liebt mich bestimmt nicht wirklich, ja. Und er plant bestimmt irgendwie instinktiv, innerlich mich eigentlich zu verlassen. Und er denkt bestimmt ständig an seine Ex oder er träumt bestimmt ständig von seiner Ex-Frau und Freundin oder was weiß ich was, ja. Also irgendwann kommt der Punkt, wo die Gedanken anfangen und dann ist es wirklich wie eine Lawine und es wird immer mehr, immer mehr. 5 Tipps habe ich jetzt für euch, wie ihr das überwinden könnt. Ja, bis jetzt in dem Video ging es nur darum, wie sieht das Verhalten aus? Wie verhält sich jemand, der Anxious Attachment Style hat? Wie ist so dein Benehmen ein bisschen? Es können auch viele andere Verhaltensweisen da sein, aber das sind jetzt so die, die mir vor allem aufgefallen sind, beziehungsweise an die ich mich sehr stark erinnern kann. Vor allem das Nachdenken über Ex-Freundinnen die ganze Zeit. Das Nachdenken darüber, ob man wirklich hübsch genug ist, das Nachdenken darüber, ob er dich eigentlich wirklich hübsch findet oder nicht hübsch findet, ja. Das Nachdenken darüber, was hat
er gesagt? Wie guckt er auf andere Frauen? Wie guckt er auf dich? Ja, das sind so die ganze Zeit dieses unsichere Verhalten, okay? In der ersten Linie ist das etwas sehr Gutes, erstmal zu merken, dass das Problem du selbst bist. Ja, das ist mein allererster Tipp, um dieses Anxious Attachment Style zu lösen. Das ist mein allererster Tipp. Realisiere, du bist das Problem. Es gibt nichts, was dein Partner tun könnte, um dir das Leben gerade einfacher zu machen, weil du das Problem bist. Es gibt kein anderes Problem als deine innere Wahrnehmung, als die Art, wie du alles analysierst, wie du jeden seiner Bewegungen, jeden seiner Sätze, jeden seiner Verhaltensweisen analysierst und ständig über die ganzen Dinge nachdenkst, ja, die eigentlich außerhalb deiner Macht sind. Das ist dein Problem erstmal. Das ist der erste Schritt ist immer der schwierigste. Du musst realisieren, es ist dein Problem. Du bist das Problem, okay? Du bist hier der Energievampir. Du bist hier derjenige, der dafür sorgt, dass deine Beziehung toxisch ist und dass ihr euch ständig streitet. Erster Ansatz. Du bist das Problem, ja? Und erstmal kannst du mal realisieren, okay, ich bin das Problem. Und was ich damals gemacht habe, ist, ich habe nicht einfach so realisiert, dass ich das Problem bin. Tatsächlich war das mitten in einem Streit, wo ich mit meinem Mann geredet habe. Tatsächlich ist das so, dass ich mit meinem Mann so gut reden kann, dass ich manchmal, während wir uns unterhalten, während wir etwas diskutieren, während wir uns streiten sogar, dass ich währenddessen Dinge realisiere, die ich so an sich beim Nachdenken gar nicht realisieren würde. Und das ist mir tatsächlich passiert, dass wir mitten im Streit waren. Wir haben darüber über irgendwas wieder geredet. Ich habe wieder irgendwas hat mir wieder nicht gepasst oder ich habe irgendwie geheult oder was weiß ich was. Und der war wieder so, da war das aus dem Nichts kam, so überrascht. Und er hat wieder gesagt, woher kommt das jetzt wieder? Ja, und er hat einfach mir nur so eine ganz einfache Frage gestellt. Und in dem Moment habe ich halt realisiert, ich bin das Problem. Es kommt von nirgendwo her. Es ist wirklich nichts passiert gewesen. Und es gab absolut keinen Grund für mich, irgendwie unzufrieden zu sein. Es kam aus dem Nichts. Und genau dieser Gedanke hat mich dazu gebracht zu realisieren, ich bin das Problem. Wenn es nichts gegeben hat, damit ich unzufrieden bin, muss ich das Problem sein. Die Unzufriedenheit muss aus mir herauskommen, damit sie existieren kann. Nichts hat irgendwie dazu geführt, dass ich unzufrieden sein sollte. Deswegen bin ich das Problem. Und deswegen habe ich auch meinem Mann in dem Moment gesagt, ich habe ein Problem und ich muss damit klarkommen. Okay? Und wenn ich manchmal heule, wenn ich manchmal mit dir über Dinge rede, die sich sehr unsicher oder sogar verrückt anhören, dann möchte ich von dir nur, dass du für mich da bist, während ich versuche, da durchzukommen. Kannst du das machen? Habe ich ihn damals gefragt. Und er hat gesagt, alles klar, aber auch wirklich nur eine bestimmte Zeit, weil das ging schon echt sehr lang damals, diese Zeit, wo ich dieses Anxious Attachment Style entwickelt habe, war, ich glaube, ein Jahr nachdem wir verheiratet waren, also so 2 Jahre nachdem wir zusammen waren, hat sich das so langsam entwickelt, immer mehr. Und ja, das habe ich zu ihm gesagt. Und er hat gesagt, alles klar, ich helfe dir dabei, aber auch nur, wenn ich merke, es wird besser. Weil er kann ja natürlich nicht mehr bleiben. Ergibt ja Sinn, wenn es eine toxische Beziehung ist, macht es irgendwann keinen Sinn mehr. Da habe ich gesagt, alles klar, mehr kann ich sowieso auch nicht, weil ich kann auch nicht mehr. Ja, weil ich war schon an dem Punkt angelangt, wo ich sagen würde, ich würde ihn sogar verlassen, nur damit ich nicht mehr Angst davor haben muss, dass er mich verlässt. Und diese Angst in der Beziehung, das ist eigentlich dieser Hauptteil. Anxious bedeutet ja ängstlich. Ja, dieses Ängstliche eigentlich die ganze Zeit, Angst zu haben, verlassen zu werden, Angst zu haben, nicht genug zu sein, das ist das Problem. Und das muss man angehen, okay? Und ich war tatsächlich auch in der Lage, in dem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich das nicht schaffe, darüber hinwegzukommen und das mein Verhalten zu ändern, meine Innenwelt zu ändern, dann will ich diese Beziehung auch nicht mehr. Weil die Beziehung dich irgendwann mal nicht mehr glücklich macht. Du merkst, die Beziehung führt eigentlich nur noch zu innerer Angst und innerer Unruhe. Und dieses Friedliche, dieses Genießen und einfach die Anwesenheit des anderen genießen, das am Anfang der Beziehung da war, das ist gar nicht mehr da. Und das Problem bist du. Okay? Das ist das Allererste. Du musst das sehr stark realisieren und auch verinnerlichen. Du bist das Problem.
Es ist nicht seine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass du nichts über seine Ex erfährst. Es ist nicht seine Verantwortung dafür, was für Bilder du findest, wenn du online mal wieder nachts recherchierst. Es ist nicht seine Verantwortung, dass irgendwelche hübschen Frauen draußen rumlaufen. Ja, das ist alles nicht seine Verantwortung. Du bist schuld daran, dass du es so wahrnimmst, dass du die ganze Zeit eifersüchtig bist, okay? Der zweite Schritt zur Besserung ist, vertraue dir selbst. Okay? Und Vertrauen ist ein sehr schönes Konzept, finde ich. Du kannst auch deinem Partner natürlich vertrauen, das muss natürlich irgendwo da sein. Aber ich habe meinem Partner natürlich immer vertraut von Anfang an. Er hat mir nie einen Grund gegeben, dass ich ihm nicht vertrauen sollte. Aber diese Angst war trotzdem da. So. Was fehlt also? Es fehlt das Vertrauen in dich selbst. Wie sieht dieses Vertrauen aus? Das Vertrauen sieht folgendermaßen aus, dass du dir selbst immer und immer wieder sagen musst, egal was passiert, ich werde das schaffen. Okay? Das heißt, vertraue darauf, dass egal was passieren könnte, du immer noch da bist. Ja, du bist für dich da. Dieses Vertrauen muss da sein, dass du es schon irgendwie schaffen wirst, auch wenn dein Partner dich nicht liebt, auch wenn dein Partner dich verlässt, auch wenn dein Partner andere Frauen nachschaut oder was weiß ich was. Vertraue in dich selbst, dass du das schon schaffst. Da kommt auch etwas ins Spiel, das sehr wichtig ist. Und zwar würde ich das in so einem meditativen Zustand machen. Ja, setz dich einfach hin und denke. Das ist ja meditieren. Einfach hinsetzen und nur denken, nur mental sein. Nicht wirklich etwas tun, sondern einfach nur sitzen und mental sein. Das ist ja eigentlich, was Meditation ist. Setz dich einfach hin und denk darüber nach. Was ist das Schlimmste, das Allerschlimmste, das passieren könnte? Das Allerschlimmste in unserer Beziehung, was ich mir vorstellen kann. Okay, was ist es? Er liebt mich gar nicht wirklich, er verlässt mich für eine andere Frau oder er findet eine andere Frau hübscher oder keine Ahnung. Ja, das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Er verlässt dich, er ist weg, er macht Schluss mit dir, okay? Und er hat dich nie geliebt und fand dich auch immer sehr hässlich und was weiß ich was, okay? So, du stellst dir die schlimmste Situation vor. Du setzt dich jetzt hin, du machst das aber nur einmal, ja? Du sollst das jetzt nicht 50.000 Mal machen. Es geht nur um dieses eine Mal, damit es einmal Klick macht. Du stellst dir das einmal vor. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Du stellst dir selbst diese Frage. Wenn es dir hilft, kannst du das auch aufschreiben, so wie Journaling. Manche Leute haben gerne diese visuelle Repräsentation. Schreib oben die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, und schreib unten alles auf, was dir einfällt, ja? So. Wenn all das passiert, dann würdest du es trotzdem schaffen. Du würdest darüber hinwegkommen. Vertraue darauf. Vertraue auf dich selbst, dass du stark genug bist, darüber hinwegzukommen. Sag dir selbst, und auch wenn das Schlimmste passieren könnte, was ich mir überhaupt vorstellen kann, na und? Dann würde ich trotzdem darüber hinwegkommen. Sag dir selber einfach, na und, auch wenn ich für den Rest meines Lebens allein bleibe, na und, ja, dann bin ich eben alleine mit mir, dann kann ich mich besser auf mich konzentrieren. Sag dir einfach, na und, was dann? Dann geht das Leben weiter und du hast noch immer dich selbst. Vertraue darauf, dass du dich selbst immer noch hast, dass du dein bester Backup bist sozusagen, ja? Die Beziehung zu dir selbst ist dein Backup. Wenn jede Beziehung im Außen scheitern sollte, dann hast du dich selbst. Du hast dein eigenes Rücken. Du bist dein Backup. Du bist dein Rückgrat, okay? Wenn alles zusammenfällt, hast du immer noch dich. Das Leben geht weiter. Dein Leben geht weiter. Und das ist das, was du dir sagen musst. Auch wenn, na und, okay? Und das ist dann ab dann dein Mantra. Na und, auch wenn. Das ist so diese es ist mir egal Haltung. Weil wenn du schon so weit bist, dass du die Beziehung beenden würdest, nur damit du gar nicht mehr dich selbst quälen musst, dann kannst du es auch schaffen, diese Na-und-Haltung einzunehmen. Du bist schon an dem Punkt, wo es dir wichtiger ist, deinen Frieden zu haben, als deine Bestätigung, dass du geliebt wirst. Der dritte Tipp, das ist mein allerbester Tipp, okay? Und der kann grundsätzlich jedem nützen, nicht nur Leuten, die Anxious Attachment Style haben, sondern jeder kann davon benefiten. Jeder kann davon profitieren. Ich habe das schon mal in einem früheren Video gesagt. Der dritte Tipp ist, deiner inneren Stimme, dieser negativen inneren Stimme,
einen Namen zu geben. Okay? Meine innere Stimme hieß Theresa. Damals habe ich das gemacht, wo ich diese Eifersucht beenden wollte. Ich habe einfach meine innere Stimme Theresa genannt. Und ich habe gesagt, Theresa, mach das. Sie ist in meinem Kopf und Theresa ist unsicher und sie möchte die ganze Zeit Bestätigung haben. Und Theresa ist der Teil von mir, der unsicher ist und eifersüchtig ist und denkt, dass ich nicht schön genug bin und denkt, dass alle anderen Frauen schöner sind und dass ich meinen Mann nicht verdient habe. Ja, das ist die innere Stimme. Das ist Theresa. Das bin ich nicht. Ich trenne das von mir. Ich trenne Gisem von Theresa, okay? Und ich mache das, indem ich einfach dem anderen Teil einen Namen gebe. So habe ich eine innere Trennung, okay? Dann kann ich sagen, Theresa ist das. Und irgendwann mal, wenn du Theresa genug von dir getrennt hast, kannst du Theresa vergeben, okay? Und du kannst dieser inneren Stimme vergeben und du kannst sie wie eine Freundin behandeln. Du kannst ihr sagen, hey, ich verstehe das und du bist eigentlich schön. Hör doch auf, dich so zu fühlen. Und Theresa wird immer kleiner und immer mehr wird Theresa in dir selbst aufgehen. In Gisem geht dann irgendwann Theresa auf und es gibt keine Theresa mehr. Okay, dann bist du wieder ganz. Aber diese Trennung muss passieren, oder diese Benennung, die Trennung ist ja schon passiert. Wenn wir innerlich einen Monolog haben, dass wir absolut hassen, ja, das uns selbst fertig macht, dann ist die Trennung bereits da. Aber wir müssen dem einen Namen geben, damit wir sie wie eine Freundin behandeln können. Okay? Damit du deine innere Stimme wie eine Freundin behandeln kannst und sagen kannst, hey, es ist in Ordnung, wie du denkst, aber so musst du nicht denken. Okay, einfach vergeben, vergessen, Liebe schenken, akzeptieren und dann irgendwann mal löst sich Theresa auf und existiert nicht mehr. Und dann existiert dieser innere Monolog nicht mehr, der dir ständig sagt, dass du nicht gut genug bist und ständig Angst davor hat, verlassen zu werden, nicht schön genug zu sein und so weiter. Was du am Anfang auch machen kannst, ist, was ich gemacht habe auch oft, ist innerlich einfach mal schreien. Innerlich mal die Stimme anschreien und sagen, halt jetzt mal deine Piep, okay? Ich habe wirklich innerlich manchmal gesagt, halt einfach deine Fresse. Ich will das jetzt nicht hören. Du kannst mich nicht mehr fertig machen, halt deine Fresse, okay? Also das habe ich manchmal wirklich innerlich mir selbst gesagt. Wenn ich wieder mich ertappt habe, meine Gedanken sind gewandert, okay? In Richtung, hat er wohl schon mal irgendeine Ex-Freundin draußen gesehen und mit ihr geredet, als ich nicht dabei war. Okay, so fängt ja meistens das an. Und wie hat das wohl ausgesehen? Wie haben die sich wohl unterhalten? Diese Fantasiegedanken fangen an. Genau in dem Moment ertappst du dich und sagst, halt jetzt einfach deine Fresse. Ich will das nicht hören. Ich will nicht darüber nachdenken. Halt einfach deine Fresse. So. Und indem du das von dir trennst, sagst du das in dem Moment zu Theresa. Du sagst sie auf liebevolle Weise, pst, es reicht. Ich will das nicht hören. Okay? Der vierte Tipp ist etwas, was ich auch damals gemacht habe. Ich habe damals, nachdem ich das überwunden habe, gemerkt, wow, ich kann mich selbst entwickeln, ich kann mich ändern, ich kann Dinge an mir selbst ändern, meine Gedanken ändern, okay? Und damit ändern, ob ich glücklich bin, ja, weil ich an dem Punkt, wo du Theresa von dir trennst und ihr sagen kannst, sie soll ihre Klappe halten, ändert sich deine Beziehung auf dramatische Weise. Du bist wieder glücklicher, du kannst die Momente mehr genießen, du bist friedlicher, du streitest dich weniger, ja. Und das ist der Moment, wo du merkst, wow, ich kann Dinge ändern, ich kann Dinge verbessern, einfach durch meine mentale Haltung, einfach dadurch, dass ich bewusster werde, ja. Und das war der Moment, wo der Tipp, vierte Tipp kommt, ich bin besessen geworden von meiner eigenen Entwicklung, von meiner Selbstentwicklung. Ich bin besessen davon geworden, mich selbst weiterzuentwickeln, weil ich gemerkt habe, wow, das war ein großer Schritt für mich zu sehen, ich kann mein eigenes Leid verursachen und ich kann mein eigenes Glück verursachen. Allein durch meine mentale Haltung. Und das kann man üben und das kann man trainieren. Und es gibt Tipps und Tricks dafür. Und es gibt mehr Informationen da draußen, weil andere Dinge durchgemacht haben und sie überwunden haben, wie zum Beispiel Faulheit und Trägheit und was weiß ich noch was, ja. Also es gibt andere Leute, die
wir denken, die zu uns gehören, geändert haben und dadurch glücklicher geworden sind. Und da kam der Punkt, wo ich halt Selbstentwicklung entdeckt habe und wo ich gesagt habe, ich kann mich selbst weiterentwickeln, ich kann mich ändern, ich kann der Mensch, die beste Version von mir selbst werden. Der Mensch werden, von dem ich immer geträumt habe zu sein. Okay? Das ist mein vierter Tipp. Werde besessen von deiner eigenen Entwicklung. Sei nicht so sehr auf die Beziehung fokussiert, ob deine Beziehung glücklich ist oder nicht. Sei mit auf dich selbst, auf deine eigene Entwicklung, was du lernst, was du dazulernst, wie weit du dich entwickeln kannst, wie bewusst du werden kannst. Sei darauf konzentriert. Und was ich gemerkt habe, ist, wir sind so gut in unserer Beziehung mit meinem Partner, dass wir uns synchron entwickeln. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich weiterentwickelt habe, hat er sich auch weiterentwickelt. Und das ist so merkwürdig. Ich weiß nicht, was für ein Phänomen das ist, wie als ob wir irgendwie miteinander so stark verbunden sind, dass wenn ich mich weiterentwickle, er das schon automatisch macht und ich bemühe mich hier und racker mich ab, ja, und er entwickelt sich automatisch mit weiter. Aber genau das ist es, was männliche Energie ausmacht. Die weibliche Energie ist die Energie, die die Beziehung quasi umgibt oder die Beziehungsqualität ausmacht, ja. Und der männliche Part tut einfach alles dafür, um ein Teil dieser Energie sein zu dürfen, um in deiner Nähe sein zu dürfen, ja. Und tut einfach Dinge für dich, ja, sorgt sich um dich, kümmert sich um dich, sorgt dafür, dass du ein Haus hast, dass du Dinge hast, die dir gefallen, ja. Und ja, der männliche Teil ist halt quasi dieser arbeitende Teil, hört sich zwar ein bisschen klischeehaft und dumm an, aber ja, die Frau ist einfach und der Mann tut, okay. Und genau da kommen wir auch zu meinem fünften Tipp, um deine Beziehung aus einem dunklen Platz wieder zu erheben. Der fünfte Teil ist, komm in deine feminine Energie. Und zwar ist das eine Sache, über die ich extrem gerne auf meinem Kanal rede. Eigentlich jedes Video, das ich bis jetzt über Beziehungen gemacht habe, ist darüber, dass man in seiner femininen Energie sein sollte. Und diese feminine Energie, diese Ausstrahlung, sorgt dafür, dass deine Beziehung, allgemein das Klima deiner Beziehung, ist deine feminine Energie. Okay? Wenn das nicht da ist, dann kann eine Beziehung nicht erfüllend sein, weder für den einen noch für den anderen Partner. Denn was die feminine Energie ist, ist die Energie, die quasi einen Raum erfüllt. Okay? Und die männliche Energie ist die Wände dieses Raumes. Okay? Das heißt, die Struktur ist vom Mann gegeben, aber diese Energie, die die Beziehung erfüllt, die bringt die Frau mit in die Beziehung. Das heißt Struktur, Mann, Energie, die sie erfüllt, Frau, okay, weiblich, feminine Energie. Wie kommt man in seine feminine Energie? Feminine Energie kommt man so rein, indem man einfach nur ist, indem man Dinge macht, die dir Spaß machen, indem du dich mit auf dich selbst konzentrierst, auf dein eigenes Glück dich konzentrierst, ja, und Dinge machst, die dich glücklich machen. Okay? Und einfach, indem du Dinge machst, die dich glücklich machen, strahlst du eine Freude aus, von dem jeder ein Teil sein möchte. Ja? Das heißt, wenn dein Mann sieht, du strahlst Freude aus, du bist glücklich, dann freut ihn das und er möchte Grund dafür sein, dass du genauso strahlst. Er möchte mehr dazu beitragen, dass du glücklich bist. Und dafür wird er etwas tun. Männliche Energie ist immer handelnd, ja. Nicht irgendwie schöne Worte und so weiter, sondern männliche Energie ist immer jemand, der handelt, jemand, der etwas tut, jemand, der etwas für dich macht, okay. Irgendwas besorgt, irgendwas kauft, irgendwas, eine Geste, okay. Das ist die männliche Energie. Und die weibliche Energie ist einfach diese Freude auszustrahlen, Lebensfreude auszustrahlen. Das ist das Wichtigste, was du machen kannst, um weibliche Energie auszustrahlen. Lebensfreude, okay? Dein eigenes Leben zu genießen. Dinge zu machen, die dich glücklich machen. Das wird deine Beziehung auf das nächste Level bringen. Das kam mir so vor, als ob ich irgendwie nur 15 Minuten geredet habe, aber tatsächlich ist es jetzt schon eine halbe Stunde gewesen. Deswegen bin ich glücklich, dass ihr jetzt erstmal ein gutes Video habt, mal wieder, ohne mich selbst zu loben. Spaß. Also danke mal wieder, dass ihr auf meinem Kanal wart und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ihr natürlich meinen Kanal abonniert habt.
Und wenn euch das Video gefällt, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Immer wieder freue ich mich auf eure Kommentare, da unterhalte ich mich mit euch und fühle ein bisschen die Verbindung zwischen uns. Ja, und wenn euch das geholfen hat, schreibt mir einfach in die Kommentare, wo ihr euch da wiedersehen konntet und so weiter. Da freue ich mich immer darauf. Ja, bis zum nächsten Video hier bei mir. Tschüss!